Freunde, wie ich vorher hier diesen wunderschönen Hof betreten habe, kommt ein Mitglied zu mir und sagt, liebe Freiheitliche, sorgt doch endlich für Ordnung und Sicherheit in dieser Stadt. Das ist doch die Sehnsucht, die wir alle haben. Ordnung, Sicherheit, Normalität. Das sollte eigentlich normal sein, Ordnung und Sicherheit. Oder auch Demokratieverständnis einer Regierungspartei oder der Stadtregierung sollte normal sein. Aber leider müssen wir Freiheitliche tagtäglich darum kämpfen, dass hier im Wiener Rathaus Demokratie einzieht. Ihr habt ja alle vielleicht mitbekommen, da haben wir im Sommer nominiert den jungen und sehr fähigen Maximilian Kraus als Stadtschulrat-Vizepräsidenten. Das Nominierungsrecht steht uns Freiheitlichen zu als zweitstärkste Partei. Was macht der Herr Bürgermeister Häupl? Der geht her, mir nichts, dir nichts und sagt, nein, er wird den Herrn Maximilian Kraus nicht angeloben. Er wird niemanden von der FPÖ angeloben. Ja, liebe Freunde, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das Nominierungsrecht haben und der Herr Bürgermeister Häupl einfach das Recht bricht? Recht muss Recht bleiben, das steht auch der FPÖ zu, vor allem dann, wenn wir zweitstärkste Partei hier in Wien sind. Es kann ja nicht sein, dass hier der Häupl glaubt, das Recht biegen zu können. Und das wäre eben genau die Normalität, die wir einfordern, sich an die Rechtsordnung zu halten, als Landeshauptmann, der bitte auch auf die Verfassung vereidigt ist. Aber anscheinend gibt es hier keinen Normalzustand im rot-grünen Wien. Das verhält sich ja genauso beim Wahlrecht, wofür wir schon längst kämpfen, dass jede Stimme gleich viel wert sein soll. Oder bei der getürkten Volksbefragung rund um die Maria-Hilfer-Straße. Da wurde geschaut, dass die Geschäftsleute nicht mit abstimmen können. Wir sagen, Recht muss Recht bleiben. Demokratie gilt für alle Staatsbürger. Es kann nicht sein, dass wir Leute davon ausgeschlossen werden, liebe Freunde. Diese rot-grüne Stadtregierung verstößt tagtäglich gegen die demokratischen Grundsätze. Und es braucht endlich einen freiheitlichen Bürgermeister, HC Strache, der hier für Ordnung sorgt, liebe Freunde. Und wir haben alle, die Wienerinnen und Wiener haben alle Sehnsucht nach Normalität. Immer heißt, die Freiheitlichen sind die Rechten und die Extremen. Dabei kommt es mir vor, wir als politische Bewegung sind mittlerweile im politischen Spektrum die einzig Normalen. Was ist daran nicht normal, für die eigene Heimat einzutreten? Ist es nicht normal, für die eigenen Menschen hier im Land einzutreten? Ist es nicht normal, die eigene Sprache zu schützen? All das ist normal und dafür stehen wir. Wir stehen schlicht und einfach für die Normalität in diesem Land. Die anderen, naja, das kann man sich selber aussuchen, wofür die stehen. Anscheinend nicht für die Normalität. Und wenn wir hier schon die letzten Tage eine grüne Wienwoche in Wien miterleben müssen, gesponsert von 453.000 Euro Steuergeldern, Gebührengelder, Gelder, die wir alle tagtäglich zahlen müssen, eine grüne Wienwoche, die beginnt mit einer Natursektbar. Das zahlen wir alles mit. Organisiert von der perversen Initiative in der Hand von den Grünen, das müssen wir alles mitzahlen. Und dann gibt es eine Veranstaltung von Migranten, Erzählungen gegen Österreich. Und das schlägt ja wohl dem Fass den Boden aus, weil das ist nicht das, was wir wollen. Wenn jemand zu uns kommt, hier zu Gast ist oder länger bleiben will, dann ist er dann willkommen, wenn er die deutsche Sprache bereit ist zu lernen, wenn er fleißig zur Hand geht, Steuern zahlt, arbeitet und bereit ist, sich zu integrieren. Ansonsten kann ich nur sagen, zurück nach Hause, ab in die Heimat. Wir haben genug. Wir haben genug Armut, leider, in Wien und in Österreich. Wir haben in Wien über 320.000 Leute, die von Armut betroffen sind. Und es ist völlig unnormal, wie kann man dann noch mehr Armut importieren? Wie kann man dann noch mehr Armut importieren? Das brauchen wir nicht. Wir müssen schauen, dass unsere Steuergelder dafür aufgewendet werden, dass unsere Menschen hier geholfen wird, dass Menschen nicht in die Armutsfalle rutschen. Österreich zuerst und unser Geld für unsere Leute, das ist unsere Devise, liebe Freunde.
Aber die rot-grüne Stadtregierung sieht es da wahrscheinlich anders. Die streicht da einfach vor 2 Jahren mir nix, dir nix, den Heizkostenzuschuss. Den Heizkostenzuschuss für bedürftige Wienerinnen und Wiener, der wurde de facto ersatzlos gestrichen. Aber gleichzeitig geht der Herr Bürgermeister Häupl her und rollt den roten Teppich aus für noch mehr Asylbetrüger aus dem Ausland. Wo bleibt denn hier die Normalität, liebe Freunde? Es muss Schluss sein mit dem Chaos. Österreich muss hier im Hauptblickpunkt der Politik sein. Dafür sorgen wir Freiheitliche mit HC Strache an der Spitze. Das kann ich versprechen, liebe Freunde. Und es wurde in den letzten Tagen sehr oft gesprochen von diversen Lobbys, die mir hier auch in den Mund gelegt wurden und eine Welle der Empörung hereingebrochen ist über die österreichischen Medien. Ich sage nur, eine Lobby ist eine Interessensvertretung. Es gibt eine Lobby für Raucher, es gibt eine Lobby für Nichtraucher, es gibt eine Lobby für Österreicher, das sind wir Freiheitliche. Es gibt eine Lobby für Sicherheit, das sind auch wir Freiheitliche. Es gibt auch eine homosexuelle Lobby. Ja, das gibt es halt. Das gibt es halt. Was soll man sonst sagen, wenn die Gemeinde Wien, pro Jahr den Liveball hier im Rathaus mit 800.000 Euro sponsert, obwohl der Liveball von sich behauptet, der Herr Kessler, er ist ein Erfolgsprojekt und könnte sich selbst tragen. Das sind unsere Steuergelder. Wir müssen schauen, dass unser Geld für unsere Probleme aufgehoben wird und nicht an irgendwelche Lobbys verteilt wird, wie Rosa Lillawiller, Ammerlinghaus oder sonstige ja, Vereine, die hier in Wien existieren. Unser Geld für unsere Leute. Und ich sage euch eins, wir alle sind eine Familienlobby. Und als Familienlobby treten wir dafür ein, dass es eben kein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare gibt in Österreich. Das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir sind einfach die Lobby der Normalität, die Lobby der Österreicher, dafür kämpfen wir. Liebe Freunde, zum Abschluss ein Satz noch zum Bürgermeister Häupl. Seit 20 Jahren ist er nun im Amt. Seit 20 Jahren ist Bürgermeister Häupl nun im Amt hier in Wien als Bürgermeister und Landeshauptmann. Er hat auf alle und alles geschaut in der Zeit, außer auf uns Wienerinnen und Wiener. Auf alle und alles hat er geschaut. Außer auf die Wienerinnen und Wiener. Er hat zuallererst auf seine Genossen geschaut. Dann hat er auf sich selbst geschaut, auch sehr viel. Dann hat er natürlich mittlerweile auf seinen grünen Koalitionspartner geschaut. Denen geht es allen sehr gut. Die kriegen sehr, sehr viele Steuergelder aus dem Gemeindebudget. Und dann schaut er natürlich immer mehr auf Zuwanderer, die nichts leisten wollen, und Asylbetrüger. Das wollen wir nicht. Ein Bürgermeister in Wien hat auf die Wienerinnen und Wiener zuerst zu schauen und dann vielleicht auf die anderen. Darum geht's doch. Und diese Ansichtsweise ist doch bitte nicht rechtsextrem. Das ist normal. Das ist normal. Ein Politiker, der von seinem eigenen Volk gewählt wird, sollte auch auf sein eigenes Volk zuerst schauen. Das ist gelebte Demokratie und gelebte Normalität, liebe Freunde. Dafür kämpfen wir Freiheitliche. Und HC Strache wird auch bald hier auf die Bühne kommen. In einem Jahr wird gewählt. Und ich kann euch eins sagen, das nächste Jahr wird nicht einfach werden, auch für uns, für die freiheitliche Familie. Der Gegenwind wird entgegenblasen, sehr stark, eiskalt, eiskalt gegen uns alle. Sie werden versuchen, uns zu diffamieren, sie werden versuchen, uns zu kriminalisieren, sie werden versuchen, uns wie immer in das rechte Schmuddeleck zu stellen und zu setzen. Liebe Freunde, gehen wir mit aufrechtem Gang und mit aufrechtem Haupt in diese Wahlauseinandersetzung. Wir haben uns erstens nichts vorzuwerfen. Wir müssen uns nicht verteidigen, weil wir im Recht sind. Das Recht geht vom Volk aus. Wir liegen in den Umfragen österreichweit auf Nummer 1 und in Wien sind wir auf dem Weg nach oben. Wir schauen, dass wir die rote, grüne Stadtregierung die nächsten Monate weiter schwächen werden. Wir brauchen eure Hilfe dafür, liebe Freunde. Helft uns dabei. Wien muss endlich aus dem Joch dieser rot-grünen Stadtregierung befreit werden. Glück auf, liebe Freunde.